Wer sind Sie eigentlich? Frank Wilson. Auch Donnerpfeil genannt. Noch ein berühmter Mann, den Sie besiegt haben. Was? Der hat mich besiegt? Ich bringe Sie immer durcheinander, die Namen von den verschiedenen Gegnern. Senor Pedro, kommen Sie! Schnell! Rosita, mein Kind. Da bist du ja. Vater! Ach, ich bin fast gestorben vor Angst. Ihr fahrt nie wieder ohne Begleitung. Nie wieder. Caria. Wir müssen uns bei diesen Herren bedanken, die uns geholfen haben. Dr. Sternau. Ja. Wie schon so oft sind Sie auch diesmal wieder im richtigen Augenblick gekommen. Einer Zufall. Gefunden hat die beiden mein Freund Frank Wilson. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Und auch in Ihrer, Senor. Das ist Teniente Portoca. Er begleitet mich auf Wunsch des Präsidenten Juarez. Ich freue mich. Ich auch, Senor. Oh, da ist ja noch jemand. Gestatte Sie, Andreas Hasepfeffer, Intimstoffrollen vom berühmten Herr Dr. Sternau. Mir habe in gemeinsamer gescheiter Disposition die grässliche Chichimex sozusagen mit Schwung erledigen können. Ja. Wer hält mich denn da fest? Bitte, meine Herren. Ah! Die Starle, die stecke da, wo es am meisten wehtut. Oh. Ja, Rosita. Eigentlich müsstest du dich an Dr. Sternau erinnern. Er war doch mal mit Graf Fernando hier. Das war vor 8 Jahren. Habe ich mich sehr verändert? Im Grunde nicht, immer noch das kleine Mädchen. Ein bisschen ist dazugekommen. Ich wollte Sie besuchen, Don Pedro. Und auch Graf Fernando. Kann ich ihn sprechen? Tut mir leid, er ist wieder in Mexico City in seinem Palais. Betrachten Sie sich erst mal als mein Ehrengast. Und als Verwalter des Grafen sage ich in seinem Namen, mein Haus steht Ihnen offen. Sehr freundlich von Ihnen, Don Pedro, aber ich muss seiner Exzellenz sofort sprechen. Sie wollen also gleich wieder los. Dann gebe ich Ihnen ein paar Leute mit. Und was den Überfall anbelangt, man sollte sofort Exzellenz Fernando verständigen. Senor, soll ich die Botschaft überbringen? Oh, sehr gern, wenn Sie wollen, aber Ihnen wird viel entgehen. Wir wollen eine Fiesta auf der Hacienda veranstalten, um die Rettung von Rosita und Caria zu feiern. Ich werde mich beeilen, Don Pedro. Bitte. Bitte. Ans Reiten ist vorläufig nicht zu denken. Ich muss ihn allein lassen, den Dr. Sternau. Jetzt ist er allen gefährlichen Eventualitäten ausgesetzt. Ich habe hier eine Wundsalbe. Büffelfett. Soll ich sie einreiben? Der arme Kerl. Lassen Sie das. Das mache ich allein. Und mit meiner privaten Sache, da bin ich sehr eigen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Aber gern, selbstverständlich. Ich wollte mich in der Stadt mit Graf Alfonso de Rodrigenda treffen. Bitte sag ihm, warum es nicht ging. Gut, ich werde es tun. Unsere Brüder unter den Vaqueros sagten mir, dass du ihn, den weißen Mann, liebst. Sie sagen die Wahrheit. Und weiß Meister Flatuani schon davon? Caria, hast du dich auch geprüft, ob du ihn wirklich liebst? Ja, ich liebe ihn. Mit allem, was ich bin, mit jedem Gedanken, den ich habe. Soll ich ihm noch etwas sagen? Ja, ich danke ihm für seine Karte. Und für das Medaillon. Sag ihm, dass wir auf der Hacienda seines Vaters eine Fiesta feiern. Vielleicht kann er herkommen. Ich gebe. Ich bin gespannt, wer diesmal gewinnt. 7. Ich würde aufgeben. Noch ein Spiel? Ich auch. Graf Embarrass? Mit Vergnügen. Doppelt oder nichts? Bitte, von mir aus. Glauben Sie, dass das gut geht? Einfach. Karten bitte. Erst muss das Geld bar auf dem Tisch liegen. Wozu? Ich gebe Ihnen einen Schuldschein. Bar, wenn ich bitten darf. Wir leben doch hier in Mexiko, im Lande des Goldes. Don Alfonso. Entweder Sie zahlen oder wir hören auf. Ein Schuldschein von mir ist so gut wie Gold. Dahinter steht mein Vater. Graf Fernando de Rodrigenda y Sevilla. So, das ist etwas anderes. Wenn ich verliere, haben Sie seine Unterschrift oder Bargeld bis Mitternacht. Doppelt oder nichts. Bitte? Sie
7. Avec la table. Spielen wir weiter. Ich sage Ihnen, das ist Signorita. Einfach. Ich bin begeistert. Ich habe mich morgen Abend mit ihr verabredet. Meinen Wagen. Graf Alfonso di Rondrigenda? Ja. Was wollen Sie von mir? Ich habe eine Nachricht für Sie von der Hacienda de Lerina. Karia, es ist dir hoffentlich nichts passiert. Zum Glück ist es noch gut gegangen. Beide Senoritas sind wohlauf. Das beruhigt mich. So was Dummes ich... Bemühen Sie sich nicht, Senor. Bitte nein, es war nur eine Gefälligkeit. Josefa! Was machst du denn hier? Ich war so allein. Da habe ich hier auf dich gewartet. Du weißt ja, Damen dürfen nicht in den Spielsaal. Alfonso, du hast wieder verloren. Sieht man mir das an? Du starrst auf meinen Hals, das genügt. Du kaufst mir Schmuck, wenn du gewinnst, und nimmst ihn mir weg, wenn du verlierst. Wie viel ist es dieses Mal? Mehr als deine Kette wert ist. Was wollte der Azteke eben von dir? Ach, der kam von der Hacienda. Sie haben Sorgen und wollen, dass ich ein paar Tage hinkomme. Zu der Aztekenprinzessin. Aber Josefa, bist du etwa eifersüchtig? Ich? Auf ein Indianermädchen? Nein, mein Lieber. Aber sie könnte dir mit dem Gold der Azteken helfen. Josefa, bitte, ich habe ein Vermögen verloren und bin müde. Hast du mich über? Ich bin einfach müde. Fahren wir nach Hause. Nein, heute nicht. Dann musst du wirklich sehr müde sein. Ich muss mit meinem Vater reden. Ich habe Embarés versprochen, meine Spielschuld bis Mitternacht zu bezahlen. Und was wird mit mir? Es ist doch nicht die letzte Nacht. Ich komme morgen. Du kommst morgen. Alles verschiebst du auf morgen. Morgen liebst du mich, morgen heiratest du mich. Warum nicht heute? Du weißt, mein Vater... Ja, ich weiß, ich bin ihm nicht gut genug als Schwiegertochter. Er ist eben ein Gentleman der alten Schule. Gib ihm noch ein bisschen Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Du hast recht. Er ist ein vollendeter Gentleman, stolz und aristokratisch. Nur eins stört mich ein bisschen an ihm. Er lebt mir zu lange. Skrupellos und ohne Verantwortungsgefühl. Beim Spiel und bei den Frauen, das ist mein Sohn Alfonso. Er verspielt sein ganzes Erbteil und zerstört meine Hoffnung auf den Fortbestand unserer Familie. Er ist eben noch sehr jung. Er ist ein erwachsener Mensch, Sterno. Der einzige Erbe eines großen Namens, eines großen Vermögens und einer jahrhundertealten Tradition. Sein Benehmen ist unentschuldbar. Was gibt's, Alimpo? Ich bitte um Verzeihung, Exzellenz. Graf Alfonso wünscht Sie zu sprechen. Jetzt? Er sagt, es sei dringend. Graf Fernando... Ich lasse bitten. Sehr wohl. Dr. Sternau. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Wie geht's, Alfonso? Ach, Der Doktor kommt aus den Vereinigten Staaten. Übrigens, was hast du von der Hacienda gehört? Von dem Überfall der Chichimexe. Aber etwas anderes ist viel wichtiger. Ich muss dich sprechen, Vater. Bitte, ich höre. Darf ich mich jetzt verabschieden? Nein, nein, Sterno, Sie bleiben. Ich habe keine Geheimnisse vor Ihnen. Also, was ist los? Ich habe heute Abend 10.000 Goldpesos an Embarés verloren. Ich habe mein Ehrenwort gegeben, die Schuld bis Mitternacht zu bezahlen. Entweder in bar oder mit einem Schuldschein, der deine Unterschrift trägt. Und wenn du es nicht kannst? In dem Fall gibt es nur einen Ausweg. Ein Duell mit dem Grafen Embarés.